Hallo YouTube, hier ist wieder Christiane, die Musikdramaturgin. Habt ihr mal 3 Stunden Zeit? Dann würde ich euch gerne das hier ans Herz legen. Das ist ein Stück vom Anfang der Theodora oder Theodora von Georg Friedrich Händel. Eigentlich ein Oratorium, heißt aber Dramatic Oratorio, hat 3 Akte, hat eine geschlossene Handlung, geht also prima als Oper durch und wurde im letzten Herbst von Stephen Langridge am Théâtre des Champs-Élysées in Paris inszeniert. Dort ist es leider schon abgespielt, aber es gibt einen Mitschnitt und den kann man bei Arte Konzert noch eine Weile sehen. Klingt dort übrigens weitaus besser als hier bei mir im Video, was damit zu tun hat, dass ich eine bestimmte Ausrüstung habe und damit nicht vernünftig umgehen kann. Worum geht's in dem Stück? Es spielt in Antiochia, das ist eine antike syrische Stadt, die damals sehr reich war, weil sich Handelswege gekreuzt haben. Da gibt es 2 Gruppen von Bevölkerung, nämlich einmal Christen und zum anderen Römer, die die Stadt besetzt haben. Die Römer pflegen einen Kaiser- und Götterkult, dem sich die Christen widersetzen, weil sie sagen, es gibt nur einen Gott und andere Götter oder gerade den Kaiser beten wir nicht an. Es gibt einen Statthalter der Römer, der der Bösewicht im Stück ist. Es gibt Theodora, eine junge Christin, die sehr standhaft ist. Und es gibt einen römischen Offizier, Didymus, der sie liebt. Theodora landet wegen ihrer Standhaftigkeit zunächst mal im Gefängnis und bekommt gesagt, also entweder du huldigst bis heute Abend den römischen Gottheiten oder du landest im Freudentempel, dort wirst du dich prostituieren müssen. Didymus rettet sie, indem er sie im Gefängnis besucht und ihr seine Kleidung überlässt, sodass sie unerkannt fliehen kann. Dafür wird Didymus zum Tod verurteilt. Theodora bekommt das mit und sagt, nein, Moment, so geht es nicht. Und er kann nicht für die Güte, die er mir erwiesen hat, einfach sterben. Und sie beschließt dann, an seiner Seite mit ihm den Märtyrertod zu sterben. Geht also tragisch aus am Ende. Georg Friedrich Händel hat das Stück sehr sparsam instrumentiert. Man hört fast die ganze Zeit nur Streicher und die Continuo-Gruppe, also ein Cembalo plus einer kleinen Gruppe von Instrumenten, die für die Grundierung sorgen. Stimmungen in der Musik erreicht Händel, vor allem dadurch, wie er diese Streicher gruppiert, wer wann spielt oder wer wann auch nicht spielt. Da kommen ganz düstere Stimmungen zustande. Was man gelegentlich als Farbtupfer hört, sind Oboen. Was man nicht ganz so gelegentlich hört, sind Traversen, das sind die barocken Querflöten. Sehr selten kommen dann mal Barocktrompeten und Pauken dazu, aber das ist also wirklich sehr, sehr homöopathisch, in homöopathischen Dosen eingesetzt. Jede dieser beiden Volksgruppen hat ihren eigenen Musikstil. Bei den Römern ist das meistens sehr prunkvolle Musik. Der Statthalter Valens, also der Bösewicht, ist als Bass besetzt oder komponiert. Das ist so ein autoritär getriebener Typ. Genauso klingt auch die Musik, die er zu singen hat, zum Teil ziemlich cholerisch, zum Teil kurzatmig, verbissen, mit sehr kurzen Phrasen. Ich habe hier mal einen Ausschnitt. Das ist also der Statthalter Valens. Dann gibt es Didymus, auch ein Römer, der sehr virtuose Musik zu singen hat, aber eher sanfte Musik. Sein guter Freund Septimus, auch er lyrisch, sanft, meistens schmeichelt dem Ohr sehr, ist ein Tenor. Dann gibt es die Christen, auch die haben fast immer sehr sanfte Musik. Es gibt so einen Bekenntnischor, da geht es ein bisschen trotziger zu. Entsprechen natürlich auch Theodora und ihre Freundin Irene. Sie hat eine Freundin, eine Gefährtin, die temperamentvollere von beiden ist. Also da geht es auch manchmal ein bisschen lebhaft zu, während Theodora oft sehr lyrisch bis so ins Dramatische hineingeht schon. Sie hat einige sehr tragische Gefühlsmomente. Entsprechend sind dann auch die Arien ausgelegt. Es wird nie richtig laut. Dann gibt es im Gegensatz zu heutigen Opern, wo man nicht nur Arien hat, sondern auch Ensembles, also da singen mal 2 oder 3 oder 4 oder vielleicht sogar 7 Leute in der hohen romantischen, großen romantischen Oper,
Davon kann hier überhaupt keine Rede sein. Es gibt fast nur Arien, aber es gibt einige wenige und wirklich wunderschöne Duette. Die Szene zum Beispiel, wo Didymus bei Theodora im Gefängnis ist und ihr seine Kleider überlässt, ist so ein Duett. Der Countertenor Philipp Jaruzelski als Didymus ist einer der populärsten Countertenöre unserer Tage. Die anderen Sänger sind auch fantastisch. Der Chor gehört zu Les Arts Florissants, Chor und Orchester. Les Arts Florissants ist eine der wichtigsten, weil erfahrensten barocken Chor- und Orchestergemeinschaften, die wir haben. Die gibt es seit ungefähr fast 40 Jahren unter der Leitung von William Christie. Die haben sich auf Barock spezialisiert. Zum Beispiel, ganz oberflächlich, das Orchester spielt ein Instrumentarium im historischen Stil. Regisseur dieser Produktion war Stephen Langridge und der hat nicht wie im Original gedacht, die Volksgruppen historisch unterteilt in Christen und Römer, sondern er hat beide Gruppen eigentlich aus derselben Gesellschaft kommen lassen, denn er hat eine dekadente Gesellschaft inszeniert, die unter einer Militärjunta lebt und da gibt es einige Abtrünnige, die dieser eitlen Welt abgeschworen haben und ihre eigene kleine Glaubensgemeinschaft abseits aufgemacht haben und da ihr Dasein fristen wollen. Theodora und später auch Didymus sind Konvertiten in diese Gemeinschaft hinein. Wenn ihr euch das anschauen wollt, dann habt ihr bis zum 16. März noch die Gelegenheit bei Arte Konzert. Von dort stammt auch das Videomaterial, das ich hier in diesem Video benutzt habe. In Paris am Théâtre Champs-Élysées ist die Produktion leider schon abgespielt, also das ist jetzt die letzte Gelegenheit, es noch im Netz zu sehen. Ich verlinke euch das Video bei Arte. Ich verlinke euch auch eine alte Partitur, die ich online gefunden habe, von der stammt das Thumbnail. Schreibt mir, wie es euch gefällt. Schreibt mir ansonsten eure Kommentare, die ihr so habt. Ich freue mich über jede eurer Reaktionen. Lasst mir gerne einen Daumen da und tschüss, bis zum nächsten Video. Eure Musikdramaturgin.